Warum gerade ich? Wie fühlt es sich an, wenn die Eltern sich trennen? Das ist eine oft gestellte Frage und darüber möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Mein Name ist Annika Trippold und mein Bruder und ich mussten miterleben, wie es sich anfühlt, wenn die Eltern sich entscheiden, getrennte Wege zu gehen. Ich bin sicher nicht die Einzige, dessen bin ich mir bewusst. Ob geschieden, getrennt oder zusammenlebend, wie es auch immer sein mag. Wenn man auf die aktuelle Statistik blickt, kann man erkennen, dass fast die Hälfte aller Ehen in Österreich zu Bruch gehen. Früher hingegen war eine Scheidung viel seltener. Die Zahl der Trennungen ist in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Aber warum? Was kann wohl der Grund dafür sein, dass sich Menschen plötzlich nicht mehr lieben oder keine gemeinsame Zukunft mehr vorstellen können? Was führt dazu? Was bringt eine Mutter oder einen Vater mit gemeinsamen Kindern dazu zu sagen, ich möchte das nicht mehr? Ich denke, ein Kind wird diese Frage überhaupt nie verstehen. Dass sich die Welt über die Jahre hinweg verändert, ist ja nichts Neues, oder? Aber wie war es früher wirklich? Vor einigen Jahrzehnten war es häufig der Fall, dass die Männer berufstätig waren, die Frauen sich hingegen um das Zuhause, die Großfamilie sowie den Haushalt kümmerten. Da viele auch eine Landwirtschaft betrieben, waren die Frauen zwar voll ausgelastet, aber über ein eigenes Einkommen verfügten sie nicht. Knallhart gesagt, waren sie den Männern finanziell ausgeliefert. Selbst wenn die Beziehung kurz vor dem Aus stand oder es Komplikationen gab, hatten die Frauen kaum eine Wahl. Denn es gab zwei Möglichkeiten: ein Dach über dem Kopf, ein Bett und etwas zu essen oder auf der Straße leben und sich durchschlagen müssen mit dem, was einem zur Verfügung stand. Aber das war ja nicht das einzige Problem. Man war ein Außenseiter, denn es war eine Schande, wenn man sich für die Scheidung entschied. Man wurde schräg angesehen und beinahe aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Immerhin ist heute ein Großteil aller Frauen gut ausgebildet, berufstätig und sie verdienen ihr eigenes Geld. Dadurch sind sie viel selbstbewusster, unabhängiger und freier in ihren Entscheidungen. Gescheiterte Beziehungen werden deshalb als völlig normal hingenommen. Ob alleine oder als Paar, es wird viel offener und lockerer damit umgegangen. Dennoch gibt es einen großen Haken an der Sache. Wie kann es denn anders sein? Denn bei Scheidungen bzw. Trennungen werden häufig die Leidtragenden vergessen, die gemeinsamen Kinder. Denn speziell diese Kinder tragen häufig massive Schäden davon. Leider kann auch ich ein Lied davon singen. Denn es gibt vieles, was für Kinder aus einem friedlichen Beziehungsleben der Eltern als völlig normal hingenommen wird. Das gemeinsame Weihnachtsfest, ein Familienausflug oder das Mittagessen an einem Sonntag, wovon ich bis heute nur träumen kann. Aber nun zu meiner Geschichte. Im Alter von 6 bzw. 5 Jahren gerieten mein älterer Bruder und ich mitten in die Trennungsphase unserer Eltern hinein. Das war auch einer der Gründe, weshalb wir sehr viel von den Auseinandersetzungen sowie den Streitereien mitbekamen, obwohl wir noch so jung waren. In dieser Zeit hatte ich sehr häufig das Gefühl der Einsamkeit. Ich fühlte mich alleingelassen mit meinen Problemen. Meine Gedanken kreisten ständig um unsere Familie. Ich konnte mich zwar etwas auf die Schule konzentrieren, aber mein Kindsein konnte ich nicht so ausleben, wie ich es mir vorgestellt hatte. Meinen Eltern gegenüber war ich sehr unsicher. Ich hatte Probleme damit, herauszufinden, wem ich wirklich glauben und vor allem vertrauen sollte. Sie versuchten zwar, mich und meinen Bruder so wenig wie möglich damit zu belasten, aber im Endeffekt war das doch kaum möglich.
Durch das Zusammenleben zu Beginn der Trennung bekamen wir sowohl die Unstimmigkeiten als auch Auseinandersetzungen sehr stark zu spüren. Als es dann feststand, dass meine Mutter mit uns ausziehen würde, merkte ich erst, wie sehr ich unter diesen Umständen litt. Es war ein Gefühl der Zerrissenheit. Ich kämpfte mit Hassgefühlen, Wut und Trauer, aber auch extremen Zweifeln meinen Eltern gegenüber. Ich stellte mir bzw. stelle mir auch heute noch oft die Frage, bin ich auch schuld? Schuld daran, dass die Beziehung scheiterte und letztendlich auch auseinanderbrach. Im Laufe der Zeit ließen die Selbstzweifel nach und ich verstand immer deutlicher, weshalb es zu dieser Trennung gekommen war. Und ich lernte es zu akzeptieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, dass es hier mehrere gibt, denen ich aus der Seele spreche, die ebenfalls diesen Schicksalsschlag miterleben mussten oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Mein Wunsch ist es, dass die Eltern viel mehr Rücksicht auf ihre Kinder nehmen, sie in schwierigen Lebensphasen begleiten, ihnen beistehen und vor allem den Kindern zuhören. Wie ich finde, sollten die Erwachsenen wieder mehr miteinander sprechen, ihre Zeit nicht sinnlos vergeuden oder Wichtiges unausgesprochen lassen. Deshalb bitte ich euch, widmet diese kostbare Zeit euren Familien und besonders den Kindern. Vielleicht könnten dadurch einige Beziehungen gerettet werden und die Kinder müssen nicht mehr so viel Leid ertragen. Ich nehme mir für meine Zukunft vor, dass ich ganz genau überprüfen werde, ob ich den richtigen Partner gefunden habe und wir beide bereit als auch in der Lage sind, Kinder großzuziehen. Wenn dem so ist, hoffe ich, dass unsere Beziehung ein Leben lang hält und wir unseren Kindern eine wunderbare Kindheit mit einem Familienleben in Geborgenheit bieten können. Dankeschön.